Gerti vom Blumenladen bringt nachher die Tischdeko vorbei. Hast du die Kerzen besorgt? Emilio, das habe ich dir mindestens 1000 Mal gesagt. Ja, ich hatte aber viel zu viel zu tun. Ja, ist ja klar. Papa, was ist los mit dir? Weiß ich nicht, seit heute Morgen habe ich so einen Ausschlag und es juckt überall. Ich glaube, ich habe mir diese Nasending da geholt. Also soweit ich weiß, sind Juckreiz und Ausschlag keine Symptome von Hasenpest. Man kann ihn wissen. Hallo, wird man in diesem Saftladen nicht mal ordentlich begrüßt, oder was? Lili! Oder auch mal Zeit, dass du dich wieder blicken lässt, Schwesterherz. Das ist zu gefährlich, troppo pericoloso. Er bildet sich ein, er hat die Hasenpest. Was? Aber erzähl, was machst du hier? Ja, ich werde doch wohl noch meine Familie besuchen dürfen. Oder hast du Stress mit Patrick? Hm? Ich habe jetzt erstmal frei. Die Praxis von Dr. Meister ist inzwischen komplett abgewickelt. Ich bin mir sicher, du findest schon wieder was. Ja, ich habe ja auch schon ein paar Bewerbungen rausgeschickt. Alles gut. Sehr gut. Und falls du nichts kriegst, hier im Gasthof sind wir unterbesetzt. Hey, vergiss es. Es juckt so. Sag mal, Piccolina, du bist ja fast Ärztin. Kannst du dir mal einen Ausschlag anschauen? Papa, ich bin Arzthelferin und keine Dermatologin. Bellissima, schau du dir das an, bitte. Ich bin Gastwirtin. Danke, Diamine. Ja, das hört sich doch schon alles wirklich gut an, Frau Bachmeier. Ich schreibe Ihnen jetzt noch ein Präparat zur Stärkung des Immunsystems auf, ja? Hallo, ich wollte nur sagen, dass ich wieder da bin, ja? Hat alles geklappt mit Leo? Ja, ich habe sie in der Schule angemeldet und der Rest später. Frau Doktor, schön, dass Sie da sind. Ich wollte mich doch eigentlich noch bei Ihnen bedanken für alles. Ja, wie gesagt, ohne Sie, Frau Doktor. Okay, jetzt ist aber mal Schluss hier mit der Dankesorgie. Ich will schon total schön Blumenstrauß von Ihnen bekommen, danke. Ja, aber es war auch ein langer Weg und wenn du dich da nicht so reingehängt hättest. Das war Teamwork. Wann und wo sie sich angesteckt haben, wissen wir aber immer noch nicht, oder? Na, ich hab's dem Doktor auch gerade gesagt. Wir haben keine Hasen oder Kaninchen oder sowas. Gibt's bei uns nicht. Na. Da alles mit einer Wunde am Finger angefangen hat. Könnte dies die potenzielle Eingangspforte für den Erreger gewesen sein, ja? Wo genau haben Sie sich die Verletzung denn zugezogen? Ich hab erst beim Händewaschen auf die Nacht gemerkt, dass ich da irgendwas am Finger hab. Dann wissen Sie noch, was Sie an diesem Tag gemacht haben? Da war ich im Wald beim PC-Sammeln. Tularemie, also Hasenpest kann auch über infizierte Zecken übertragbar sein. Ja, aber Zecken habe ich doch gar nicht dran gehabt am Finger. Die können schon längst abgefallen sein, ohne dass sie es mitbekommen haben. Und ein kleiner Biss reicht da völlig aus. Da müssen wir was zu tun ist. Ah, gibt's halt Bratkartoffeln auf Nacht. Ja, Hanna meinte sogar mit extra viel Speck. Mir ist am liebsten ab. Ja, kommt der Basti. Basti, bist du fertig mit dem Odeln? Odeln erledigt. Hä? Oh. Warum jodelst du denn auf dem Trecker? Odeln, nicht jodeln, die Städterin. Odeln, das ist, wenn man Mist von den Kühen aus aufs Feld bringt, als Dünger quasi. Ach, deshalb stinkt's hier so. Geh mal, grad das ist doch die gute Landluft. Mir ist aufgefallen, der Boden, der ist ganz schön trocken. Wenn es weiter so heiß bleibt, du nachher ziehst schwarz für die Ernte. Vielleicht kann man da irgendwas anpflanzen, was jetzt nicht so viel Wasser braucht. Irgendwie Hirse oder sowas. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber sag mal, woher weißt du sowas? Ach, ich folge da ein paar so Typen auf Social Media, die zeigen so Anbautechniken und sowas. Das ist mega spannend. Lass dir da der richtig guter Landwirt werden. Und Leo, du bist für auch schon ganz schön tüchtig. Danke. Ich weiß zwar nicht, wie das werden soll, wenn ihr jungen Leuten immer da seid zum Arbeiten nach den Ferien. Und wenn dann auch noch das Kind kommt. Trouble is her only friend and he's back again. Schaut doch gut aus. Ja. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die Leute sich auch dran halten. Du, mal was ganz anderes. Ich könnte deine Hilfe in der Ferienwohnung gebrauchen. Da muss man wieder eine gescheite Küche rein. Aha. Kaum zieht die Frau Doktor bei dir ein, ja? Schon legst du los. Jetzt fängst du auch noch mit dem Scheiß an. Ich will einfach nur nicht, dass Sarah und Leo auf der Baustelle wohnen müssen. Entschuldigung, kennen Sie sich hier vielleicht aus? Logisch, wir sind Bergretter und kennen praktisch jeden Stock und jeden Stein. Ja, super. Wie können wir euch helfen? Wir würden gerne nach Wiesenkirchen, aber irgendwie spinnt das Navi gerade. Es könnte daran liegen, dass im Wald oftmals die Verbindung nicht ganz so toll ist. Haben wir auch gemerkt. Aber ihr habt Glück gehabt, denn ihr habt uns getroffen. Ich bin der Emilio und der Kollege neben mir, der übrigens seine Zunge verschluckt hat, ist der Max.
Hi, Vanessa. Katharina. Hi. Ja, Wiesenkirchen ist einfach den Weg lang, das könnt ihr nicht verfehlen. Super. In der alten Post, in der Wirtschaft da drüben, da gibt's das beste Bier in ganz Bayern. Sehr gut. Oder an Cocktails, falls ihr doch auf was Süßes steht, ja? Ja, schon. Was trinkst du denn so, Max? Ja, also während der Arbeit trinke ich gar nichts und wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Tja, dann wollen wir euch nicht weiter bei der Arbeit stören. Vielleicht sehen wir uns ja später einfach nochmal. Kommt drauf an, wie lange uns warten lasst. Pfiat euch. Komm. Max, was war das? Was denn? Ey, du hast doch sonst nicht so einen Stock im Arsch, wenn es ums Flirten geht. Außerdem, die stand voll auf dich. Und? Man muss einem jedes Angebot annehmen, oder? Sag gerade der, der sogar auf die alte Oberbrillerin abfährt. Mann, Max, ey, seit Sarah bei dir wohnt, hast du dich echt verändert. Jetzt red nicht so ein Schmarrn, wir haben noch was zu tun, los. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. Also ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Rund um Wiesenkirchen ist ja komplett FSME-Risikogebiet. Das bedeutet auch, dass die Gefahr besteht, dass sich noch mehr Menschen mit Tularemie infizieren. Zecken sind in ganz Bayern ein riesiges Problem. Der Donat. Der Herr Marino meint, er wäre ein Notfall. Sarah, du musst mir helfen. Ich glaube, ich habe diese Engine-Pest geholt. Hasenpest. Auf jeden Fall, sono gravemente malato. Mir ist schlecht. Ich fühle mich total schwach. Übrigens, das ist meine jüngste Tochter Felicitas. La mia piccolina, mein kleines Mädchen. Nein, so klein bin ich jetzt auch nicht mehr. Feli, freut mich. Du bist Biancas Schwester. Ich habe schon sehr viel von dir gehört. Nur die Hälfte der Geschichten sind wahr, ich schwör's. Alles klar. Okay, Donato, dann nimm doch mit Philly bitte noch mal Platz im Wartezimmer. Ja, ich kümmere mich gleich um dich. Da. Kommt, wo ist ein Kaffee? Ja, sie, un espresso, sie. Also bei Donatos Krankheit handelt es sich um einen kleinen Schnupfen und nicht um Hasenpest. Allerdings muss Hasenpest gemeldet werden, heißt, wir müssen beim Gesundheitsamt anrufen. Natürlich auch beim Bürgermeister. Mhm. Aber zuallererst sollte der Infektionsdruck ermittelt werden, der von den Zecken ausgeht, damit wir wissen, wie groß die Gefahr ist. Schon ziemlich beeindruckend, Frau Dr. König. Was? Ja, wie du die ganzen Puzzleteile zusammengefügt hast. Ich meine, angefangen von der Wunde im Finger, den Zeckenbiss. Gut gemacht, Sherlock. Teamwork, Watson. Ich störe doch nicht, oder? Das ist ja eine Überraschung, hey. Hey, ich dachte, ich frage meinen hart arbeitenden Ehemann mal nach einem Mittagessen. Ja, und da bin ich auch schon weg. Hab noch einen Termin auf der Gemeinde. Guten Appetit. Du, ciao. Das ist wirklich eine richtig süße Idee von dir, ne? Aber ich fürchte, Mittagessen muss ausfallen. Das Wartezimmer ist noch voll mit Patienten, also kann ich... Ist kein Problem. Dann sehen wir uns heute Abend, ja? Okay. Allein? Wo ist denn der Fabian? Beschäftigt. Ist in der Praxis so viel los oder was? Ach, dein Sohn und seine übereifrige Studienkollegin wollen Wiesenkirchen vor dieser schrecklichen Seuche retten. Jetzt hätte das nicht Zeit gehabt bis nach dem Essen. Naja, Mädchen, Tularemie ist keine Bagatelle. Ich meine, da muss man schnell handeln, damit die Fälle sich nicht ausbreiten. Das sind ja ganz neue Töne. Ich dachte, du willst auch, dass Sarah aus seiner Praxis verschwindet? Das ist nicht mehr meine Praxis. Fabian entscheidet allein, mit wem er arbeiten will. Und auch wenn ich sie nicht eingestellt hätte. Die Frau versteht ihr Handwerk. Ist das dein Ernst? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Hm? Alexandra, der Kleinkrieg mit der König bringt dich nicht weiter. Fokussier dich lieber auf dein Ziel. Du willst doch, dass sich Fabian wieder dir annähert. Die König ist doch keine Konkurrenz für dich, oder?